Hallo Aktienfreunde, jetzt im Wachstumscheck Siemens. Gleich erfahrt ihr, wie viel Punkte die Aktie holt und am Ende des Videos analysiere ich dann noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Zuvor aber noch ein paar Infos. Also die Firma kommt natürlich aus Deutschland und ist in der Industriebranche tätig. Die Dividendenrendite der Aktie beträgt aktuell ca. 3%. So, bevor es losgeht mit dem Check, noch der Hinweis, dieses Video dient nur der Information und gibt keine Handelsempfehlung. Jetzt zum ersten Kriterium, wie hoch ist das Gewinnwachstum pro Jahr? Und in den letzten 5 Jahren ist der Gewinn im Durchschnitt pro Jahr um 29% zurückgegangen und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei minus 13%. Damit vergebe ich hier einen Minuspunkt von 2 möglichen Pluspunkten. Dann kommen wir zum Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und der Cashflow ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um 11% nach oben gegangen. Und dieser Wert ist auch stärker als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei 5%. Damit vergebe ich hier 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz, der ist in den letzten 5 Jahren durchschnittlich pro Jahr um 3% gesunken. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 10 Jahre, der liegt bei minus 1% circa. Und hier gibt es von mir einen Minuspunkt. Dann kommen wir zum prognostizierten Gewinnwachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Schätzungen der Analysten soll der Gewinn zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um 12% ansteigen. Und dieser Wert ist auch stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim ersten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich insgesamt 1,5 Punkte. Dann kommen wir zum prognostizierten Cashflow-Wachstum pro Jahr. Und laut den aktuellen Analystenschätzungen soll der Cashflow zwischen 2021 und 2025 durchschnittlich pro Jahr um 7% nach oben gehen. Und dieser Wert ist schwächer als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir beim zweiten Kriterium sehen. Und hier vergebe ich 1,5 Punkt. Dann kommen wir noch zum prognostizierten Umsatzwachstum pro Jahr. Und der Umsatz soll laut den aktuellen Analystenprognosen zwischen 2021 und 2025 im Durchschnitt pro Jahr um 7% ansteigen. Und dieser Wert ist stärker als der Wert der letzten 5 Jahre, wie wir hier beim dritten Kriterium sehen. Und hier gibt es von mir 1 Punkt. Dann kommen wir noch zum Schuldenwachstum in den letzten 10 Jahren. Und hier hat sich die Schuldenquote unterm Strich von 70% auf 63% verbessert. Damit bekommt Siemens hier auch nochmal 1 Punkt. Und damit kommen wir dann zum Gesamtergebnis. Und hier holt Siemens in meinem Wachstumscheck insgesamt unterm Strich 3,5 Punkte von 13 maximal möglichen Punkten. Und in meiner Wachstumscheck am Lande die Aktie damit auf der dritten Stufe, also genau in der Mitte. Dann kommen wir jetzt noch zur Rangliste aller bisher analysierten Aktien in meinem Wachstumscheck. Und hier landet Siemens momentan mit den 3,5 erreichten Punkten hier auf dem 15. Platz. Also hier werde ich die Aktie dann nach Veröffentlichung des Videos einordnen. Und die Rangliste könnt ihr übrigens jederzeit auf meiner Website abrufen. Den Link dazu findet ihr direkt unter dem Video. So, jetzt zum Abschluss analysiere ich noch, ob die Aktie aktuell günstig bewertet ist. Das mache ich wie immer im Aktienfinder und ihr seht immer zum einen den Kursverlauf der Aktie von ca. 2008 bis aktuell, wo ich das Video aufnehme und das ist ca. Anfang Dezember 2022. Und dann haben wir noch hier die gestrichelte Linie, das ist der Verlauf des Fernwerts nach dem bereinigten Firmengewinn. Und jetzt können wir hier erkennen, dass momentan der Kurs oberhalb der gestrichelten Linie verläuft, also scheint die Aktie momentan zumindest überbewertet zu sein. Zumindest im Vergleich zum fairen Wert bereinigt. So, das war es dann auch wieder mal mit diesem Video und hier noch zum Abschluss der Hinweis. Mein Check gibt nur eine persönliche Einschätzung zur Aktie anhand der analysierten Kriterien und diese Einschätzung, die kann sich natürlich auch als falsch herausstellen. Dann macht's gut, bis zum nächsten Mal.